Hi, Andrzej hier für tabletblog.de. Ich habe hier vor mir das Huawei MediaPad T1 8.0, das wir uns schon kurz auf dem Mobile World Congress in Barcelona angeschaut haben. Und ja, in diesem Video wollen wir das Tablet mal auspacken. Es ist bereits in Deutschland erhältlich und kostet 219 Euro, ist also ziemlich günstig. Ein bisschen günstiger als das Acer Iconia Talk S, mit dem wir das Tablet in diesem Video so ein bisschen auch vergleichen wollen, denn beide Tablets sind günstig und bieten eine Telefonfunktion, aber auch integriertes LTE. Und sowieso ist die Hardware beider Tablets sehr, sehr ähnlich. Gut, packen wir das Tablet hier mal aus, das Huawei MediaPad T1 8.0. Wie gesagt, kostet 219 Euro und das ist doch recht günstig für ein Tablet mit integriertem LTE und auch einer Telefonfunktion. Das Tablet legen wir kurz zur Seite. Dann sehen wir, was noch in der Verpackung ist. Einmal ein Netzteil natürlich. Dann verbirgt sich hinter diesem Karton ein Kabel, ein USB 2.0 Kabel zu Micro-USB. Das ist ja bei jedem Gerät dabei. Hier befindet sich jetzt noch eine Klappe. Ich weiß nicht, ob da bei der normalen Version, die man so kauft, auch noch ein Headset dabei ist. Das wäre ganz praktisch. Aber weiß ich nicht, das hier wurde mir jetzt von Huawei zugeschickt als Testgerät für ein paar Wochen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das genau den gleichen Verpackungsinhalt hat, wie auch die Version, die man so im Laden kriegt, wenn man es sich ganz normal kauft. Beim Acer Iconia Talk S war ein Headset dabei, ob es hier jetzt ist, kann ich nicht ganz genau sagen, möglicherweise nicht, also hier in diesem Fall jetzt auf jeden Fall nicht. Okay, dann kommen wir doch zum Tablet selbst und befreien es ganz schnell vom Plastik. So, und wir haben hier ein 8 Zoll großes Tablet. Damit ist es ein bisschen größer als das Acer Iconia Talk S, das 7 Zoll groß ist und dazu auch noch im 16 zu 9 Format gehalten ist. Das hier sind jetzt 8 Zoll im 16 zu 10 Format und es ist deutlich größer. Wenn man es denn als Telefontablet nutzen möchte, dann ist das vor allem gut zu wissen. Man kann es noch in einer Hand halten, wie ihr hier seht. Ist nicht ganz so bequem wie jetzt bei einem kleinen Smartphone, da man die Finger doch recht spreizen muss. Ich habe jetzt nicht die größten Hände, aber wer noch kleinere Hände hat als ich, ja, da könnte es dann ein bisschen schwer sein, das zumindest auf Dauer so zu halten. Man kann es sich aber auf jeden Fall ans Ohr halten zum Telefonieren. Wir haben hier eine Ohrmuschel. Wir nehmen dann eine, ich meine, 2 Megapixel Frontkamera. Dann hier das 8 Zoll große Display, hat eine HD-Auflösung mit 1280x800 Pixel. Kennen wir, zu diesem Preis findet man schon Full-HD-Tablets, dann aber natürlich ohne LTE und ohne Telefonfunktion. Gehen wir weiter um das Tablet herum. Auf der Rückseite haben wir eine 5-Megapixel-Kamera und was mir sehr gut gefällt, ist, dass wir hier Aluminium haben. Es ist nicht alles aus Aluminium, wir haben hier oben und unten Kunststoff, auch an den Seiten. Der Rahmen hier ist aus Kunststoff, aber eben die Rückseite ist aus Metall und dadurch fühlt es sich ein bisschen wertiger an. Vor allem verglichen mit dem Iconia Talk S, das bei der Verarbeitung so kleinere Mängel hatte. Zum Beispiel konnte man da die Rückseite so ein bisschen runterdrücken, das hat so ein bisschen geknatscht. Das ist jetzt hier auf jeden Fall nicht der Fall, das fühlt sich doch recht solide an. Natürlich nicht die allerbeste Verarbeitung da draußen. Das neue MediaPad X2 beispielsweise ist deutlich hochwertiger verarbeitet, wird aber auch deutlich mehr kosten, mindestens das Doppelte. Gut, wir haben hier dann noch einen Powerbutton, eine Lautstärkewippe, hier ein Micro-SIM-Karten-Slot und ein Micro-SD-Karten-Slot, ein USB-Anschluss, Micro-USB-Anschluss, neben einem Mikrofon, hier weiter nichts und hier dann ein Headset-Anschluss. Ja, der ist hier auch praktisch, wenn man nicht nur Musik hören möchte, sondern eben, wenn man auch telefonieren mag mit so einem 8-Zoll-Tablet. Wie gesagt, ist auf jeden Fall hiermit möglich. Nochmal schnell zur internen Hardware. Hier drin steckt ein Snapdragon 410 Quad-Core Prozessor. Dazu gibt es 1 GB Arbeitsspeicher und 16 GB internen Speicher. Gut, dann schalten wir das Tablet doch mal ein. Ich verbinde es mit dem WLAN und wir sehen uns dann in Kürze wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe das Huawei MediaPad T1 8.0 jetzt eingeschaltet und mit dem WLAN verbunden. Und jetzt wollen wir uns doch mal kurz die Software ein bisschen genauer anschauen. Wie ihr wisst, sind Tablets mit Android 5.0 Lollipop noch relativ rar und das ist leider auch hier der Fall. Hier drauf läuft jetzt noch Android 4.4.4 KitKat und da drauf liegt die eigene Emotion UI von Huawei. Ich meine in der Version 2.3, das haben wir hier auch.
Ist also nicht das neueste Betriebssystem, das jetzt hier drauf läuft, aber bei den bisherigen Geräten von Huawei lief die Emotion UI auf KitKat relativ flüssig. Das sah unter Jelly Bean noch ganz anders aus und auch wo ich jetzt hiermit gespielt habe, so ein bisschen konnte ich keine Performance-Probleme feststellen. Das Snapdragon 410 sollte natürlich auch mit allem größtenteils klarkommen, was man hier so raufwirft, bis jetzt auf vielleicht die allerneuesten Spiele. Gut, schauen wir uns ganz schnell einige Softwareanpassungen an, die Huawei hier vorgenommen hat. Das Größte, was ihr hier vielleicht direkt seht, ist, dass es kein App-Menü gibt. Das gibt es bei keinem der Geräte von Huawei. Das heißt, alle Apps, die ihr aus dem Play Store installiert, landen direkt auf den Homescreens. Ihr könnt sie natürlich in Ordnern sortieren, wie das hier schon ab Werk gemacht wurde, wenn ihr da ein bisschen Ordnung reinbringen wollt. Und sonst landen die eben alle Apps auf dem Homescreen. Das ist so ziemlich die größte Anpassung, die es mit der Emotion UI im Vergleich zu Standard Android gibt. Was es dann noch gibt und was eigentlich ganz nett ist, wie ich finde, sind die zahlreichen Designs, die man installieren kann. Ich habe hier jetzt gerade Vivid World ausgewählt. Standardmäßig war dieses hier Brightness aktiviert. Das ist eben, ja, es gibt eben verschiedene Designs, die jeweils eigene Icons haben, die man eben beliebig auswählen kann. Und da sind auch einige wirklich ganz nette bei. Also das gefällt mir in der Regel schon. Und ja, große Performance-Probleme habe ich mit den anderen Geräten von Huawei, die ich so ausprobiert habe, seit KitKat noch nicht festgestellt. Davor, wie gesagt, unter Jelly Bean gab es doch gelegentlich Performance-Probleme. Was wir hier jetzt natürlich noch haben, was nicht auf jedem Tablet zu finden ist, ist eine Telefon-App. Dort könnt ihr dann ganz normal Telefonnummern wählen und jemanden anrufen. Ich habe jetzt noch keine SIM-Karte drin. Das sehen wir uns dann im finalen Testbericht genauer an. SMS könnt ihr natürlich ebenfalls verschicken, MMS. Und ja, hier sind noch einige Apps von Huawei vorinstalliert, wie eine eigene E-Mail-App. Habe ich jetzt alles noch nicht eingerichtet. Ich werde sowieso Gmail nutzen, wie die meisten von uns, denke ich mal. Es gibt eine eigene Kalender-App, eine Uhr. Das ist letztendlich der Wecker dann auch. Und ja, das waren so die großen Anpassungen, die wir hier mit der Emotion UI haben. Ja. Das ist es letztendlich. Hier habt ihr weiterhin Zugriff auf einige Shortcuts. GPS ist dabei. Das ist für einige ja auch sehr wichtig, wenn man mit dem Tablet jetzt auch zum Beispiel im Auto navigieren möchte. Und ja, mobiles Internet für Google Maps hätte man hiermit jetzt für optional auch. Gut, öffnen wir mal den Browser. Ich habe hier eben schon auf tagesschau.de ein bisschen herumgesurft. Soweit ich sehen konnte, lief alles flüssig mit dem Scrollen. Jetzt gehen wir doch schnell mal auf tabletblog.de. Wie gesagt, das ist jetzt noch übers WLAN und nicht über eine SIM-Karte, die ich hier drin habe. Aber LTE wird auf jeden Fall unterstützt, wenn ihr denn auch einen LTE-Vertrag habt. Gut, tabletblog ist hier geladen und ja, läuft doch alles relativ gut beim Scrollen und so weiter. Von den anderen Snapdragon 410 Prozessoren, Plattformen, die ich so ausprobiert habe, da dürfte eigentlich alles wie hier jetzt vermutlich auch relativ flüssig laufen. Die meisten Spiele ebenfalls, bei einigen Spielen hatte ich Probleme. Beim Acer Iconia Torque S, das ebenfalls den 410 hat, ebenfalls 1 GB RAM und die gleiche Auflösung. Da war ich meine Nova Freedom Edition, das Spiel der 3D-Ego-Shooter, da gab es Probleme und das wird möglicherweise hier dann auch der Fall sein. Aber in der Regel funktionieren die meisten Spiele auf dem Snapdragon 410 mit KitKat flüssig. Und ja, das werden wir dann im finalen Testbericht sehen. Aber ich gehe schon mal davon aus. Das ist jetzt nur ein Unboxing-Video und mein erster Eindruck. Wie gesagt, der finale Testbericht erscheint dann in etwa einer Woche. Ja, bisher gefällt es mir relativ gut. Ist natürlich nicht das spannendste Tablet da draußen, da eher ein Einsteiger-Tablet. Aber für 219 Euro bekommt man ein solides Tablet mit einer wirklich guten Verarbeitung für den Preis. Also es gibt viele Plastik-Tablets, die da draußen, die sich deutlich schlechter anfühlen, deutlich billiger. Das hier fühlt sich jetzt nicht billig an, auch nicht besonders hochwertig, nicht so wie das Huawei MediaPad X2 jetzt oder ein iPad Mini, aber doch recht gut, vor allem weil wir hier auch ein bisschen Aluminium auf der Rückseite haben. Ja, für 210 Euro, denke ich, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis meinem ersten Eindruck zufolge zumindest relativ gut, wir werden uns das dann die Tage nochmal genauer anschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Apps, die ich ausprobieren soll, dann hinterlasst doch bitte einen Kommentar und abonniert den YouTube-Channel für weitere Videos. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.